Das ist die Lifehacks Show. Welcome zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Diese Folge wird präsentiert vom 5-Minute-Journal. Das 5-Minute-Journal ist eines der mächtigsten Tools, die ich in den letzten Jahren in meinem Leben implementiert habe. Mit dem 5-Minute-Journal startest du nämlich mit einem positiven Mindset in den Tag und kommst dann ganz automatisch in einen Flow. Geh jetzt auf www.5minutejournal.com und sichere dir mit dem Code LIFEHACKS 10% Discount. Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show und ich bin heute nicht alleine und freue mich total, dass bei mir, zumindest virtuell über Skype, jetzt die liebe Anni am Start ist. Hi Anni. Hey Markus, mega cool, dass ich dabei sein darf. Dankeschön. Sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe mich total gefreut, als du mich angeschrieben hast und gesagt hast, du möchtest auch gerne mal auf dem Podcast bei mir, um so deine Journey zu teilen, und finde dein Thema auch mega spannend, weil es ist, glaube ich, eine interessante Nische. Vielleicht erzählst du mal selber, was du machst und an welchem Step du gerade bist. Ja, genau. Also ich habe vor einem Jahr ungefähr angefangen zu bloggen, und zwar über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, und das ist lesbisch sein bzw. Coming Out und lesbische Beziehungen, weil es da doch immer einige Fragestellungen und Probleme halt gibt, die nicht so oft angesprochen werden, jetzt weder im Netz noch halt nicht im Netz. Genau, und da blogge ich jetzt seit einem Jahr drüber und erreiche auch immer mehr Leute. Ich finde, das ist total cool zu sehen, dass es halt Leuten auch wirklich was weiterbringt. Das war mir super wichtig beim Auswählen des Themas eben. Ja, und das kam, wie du eben schon gesagt hast, auch aus so einem inneren Need, ne? Dass du gesagt hast, es gibt nicht so viel Support oder so viel Infos dazu. Ja, genau. Was genau fehlt denn den Leuten? Also ich glaube, das ist ja schon, ist ja leider immer noch irgendwie was Besonderes oder irgendwie auch nicht und keine Ahnung, aber was genau wünschen sich denn Leute, wenn sie dann ihr Coming Out haben? Ich glaube, es ist erstmal das Verstanden werden, also dass da jemand ist, der sagt, hey Leute, das ist ganz normal, das ist normal, ist so ein blödes Wort, aber es wird uns ja doch immer eingeredet, dass eigentlich halt Mädchen nur Jungs lieben können oder Frauen Männer oder andersrum natürlich, und dann einfach da, wenn da jemand ist und sagt, Leute, das geht voll vielen so, das ist einfach schon mal ein erster wichtiger Step. Und das habe ich bei mir selber beim Coming Out auch gemerkt, seitdem ich eben dann gemerkt habe, dass da eben viele andere noch gibt, war es dann auch kein Stress mehr. Aber davor, man sieht es halt nicht so in der Gesellschaft. Und Sichtbarkeit ist mir deswegen halt auch ein total wichtiges Thema. Mhm. Und wie bist du zu der Idee gekommen, selber einen Blog dazu zu starten? Also ich hatte den Plan, digitale Nomadin zu werden, beziehungsweise habe ich immer noch. Und da bin ich über Connys Planet Backpack Blog dazu gekommen. Weil eigentlich war ich dann nur zum Lesen so über Backpacken. Ja. Weil ich eben auch super gerne reise. Ja. Und dann hat sie angefangen, darüber zu schreiben. Das war vor 2 Jahren, glaube ich. Zumindest habe ich das da gelesen, dass sie eben reist und Geld verdient nebenbei. Und das war so ein inneres Gefühl, dass ich da unbedingt hin muss. Ich wusste noch nicht genau wie. Ich wusste, ich hatte keine Ahnung von gar nichts. Ich habe mir dann erst mal ein Buch gekauft, das irgendwas mit dem Thema zu tun hatte. Das war zufälligerweise Affiliate Nischen Marketing. Mhm. Und bin an der Stelle hängen geblieben, was ist eine Domain? Das wusste ich nicht. Also wirklich aber, so von null, vom Scratch. Ja, genau. Also ich hatte halt Facebook auf meinem Computer und das war's ungefähr. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Ich bin 22. Also. Okay. Okay, ja, weil viele denken ja so, ja, die Jugendlichen, die wachsen jetzt irgendwie mit dem Internet auf und jeder weiß, wie man eine Website erstellt oder so. Aber es ist irgendwie gar nicht so. Ne? Es ist einfach nur so klar, dass man sich sicherer im Netz bewegt und dann vielleicht Facebook als Startseite hat oder so. Aber letztendlich so dieses hinter den Kulissen, wie dann eine Website funktioniert, wissen immer noch die wenigsten. Ja, total. Also ja, klar, so bei Blogger kann man auch so kostenlose Blogs erstellen, aber wie man dann wirklich so einen eigenen Blog auf die Reihe kriegt, ich glaube, das macht man nur, wenn man sich wirklich für das Thema tiefer zumindest interessiert. Mhm. Ja. Ja, und wenn man jetzt auf deinem Blog ist, rainbowfeelings.de, verlinken wir auch in den Shownotes, sieht man ja schon, dass du da einiges an Arbeit, an Mühe reingesteckt hast, und optisch sieht er auch mega, mega cool aus, und das ist aber auch nicht dein einziges Projekt, ne?
Nee, das ist nicht das Einzige. Also ganz kurz dazu, wie ich das dann eben gemacht habe, ja, was ich da irgendwie dazugekommen bin. Ich habe also erstmal versucht, das über HTML zu machen, weil ich nicht wusste, dass es WordPress gibt. Echt krass. Aber das hat nicht so gut. Also ich hatte eine Seite dann am Schluss selber gecodet, wow, aber die sah nicht so geil aus. Und dann habe ich mir Hilfe geholt in Form von Blogcamp von der Conny und dem Sebastian. Und mit damit geht's echt super. Also ein Tipp an alle Leute, die da keine Ahnung haben, so wie ich. Das müsst ihr unbedingt machen. Also das hilft von Anfang an. Genau. Und dann habe ich ziemlich schnell gemerkt, so ein Blog ist cool, aber ich will ja auch ortsunabhängig arbeiten. Und bin auf Spreadshirt gekommen. Da kann man selber T-Shirts designen und zwar ohne, dass man irgendwas investiert. Und das ist für mich super, weil ich habe kein Geld, ich bin Studentin. Mhm. Und habe dann einen Spreadshirt-Shop aufgezogen und das ist bei den Leuten relativ cool angekommen. Und dann habe ich eine neue Webseite dazu gebaut, Rainbow Fashion heißt die. Mhm. Und die ist jetzt einen Monat online und ja, also da geht's auch eben um das Thema queer oder lesbisch sein. Und vor allem auch um das Thema Sichtbarkeit. Also ich habe dann zum Beispiel Beutel, da steht dann in Regenbogenfarben, so Regenbogenfarben ist ja auch so ein Symbol für queer sein, für lesbisch sein. Da steht dann Equality zum Beispiel drauf. Hm. Genau. Cool. Und wie kriegst du die Reichweite auf deine Projekte dann oder auf den Job speziell jetzt? Mit Facebook. Also Facebook und Google. Ich habe eben auch, ja, so Reichweite ist ja ein großes Thema am Anfang. Deswegen habe ich versucht, mich so gut, wie ich das kann, in SEO einzulesen eben und da viel zu lernen. Ich glaube, es hat ganz gut funktioniert. Mhm. Ja, und darüber bekomme ich, also über Google bekomme ich inzwischen auf Rainbow Feelings zumindest die meisten. Und Facebook ist für den Anfang total toll, weil da erreicht man super viele Leute. Also gerade auch an meinem Thema gibt es total viele verschiedene Gruppen, mhm, wo ich dann Leuten schreibe, hey, ich habe ein neues Projekt, schaut mal vorbei, vielleicht findet ihr es ja cool. Ja. Cool, und da sind die Leute auch nicht abgenervt, weil es noch nicht so viele Blogs oder so viele Ressourcen dazu gibt, sondern die freuen sich echt über, ist wahrscheinlich auch guter Content, den du dann da lieferst. Ja, ich hoffe mal, dass es guter Content ist. Ich gehe davon aus. ja, genau. Es gibt nicht so viel dazu. Es gibt, glaube ich, noch zwei weitere Blogs und zwei Online-Magazine oder so. Krass. Aber es ist halt ja eine noch nicht entdeckte Nische sozusagen. Ja, wobei ja, so nischig ist es ja eigentlich gar nicht so. In der echten Gesellschaft ist, keine Ahnung, ich kenne ja jetzt keine Zahlen, aber das ist auf jeden Fall jetzt nicht so, dass es jetzt so mini-klein ist, die Gruppe der Leute, die gleichgeschlechtlich leben oder lieben. Ja, ja, das stimmt. Wenigstens, keine Ahnung, da gibt es dann wohl doch noch irgendwie Hemmung oder das System ist so stark oder irgendwie viele trauen sich dann nicht rauszugehen, oder? Ja, also ich glaube auch, dass es mit daran liegt. Also ich habe am Anfang auch damit gestruggelt, man muss ja ein Impressum angeben, ob ich da meine Adresse wirklich reinschreiben kann. Mhm. Ja, weil, also es gibt halt auch schon ziemlich viel Hass und wenn man so die Medien, die queeren Medien, sag ich mal, verfolgt, dann bekommst du nicht die ganzen, weiß ich nicht, tollen Stories von Leuten, die ein schönes Leben führen, mit, sondern halt irgendwie, ja, und jetzt wurde schon wieder eine Aktivistin ermordet, halt dann nicht in Deutschland, aber das schreckt trotzdem ab. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, die funktionieren dann eher auch so nach den gleichen Prinzipien wie so die Mainstream-Massenmedien, wo es dann auch nur um Angstmacherei geht, Panikmacherei, Mord, Totschlag irgendwie und Angst ist ja so ein Urinstinkt, der die Leute dann immer wieder triggert. Ja, ja. Also ich würde sagen, es geht nicht nur darum, sondern halt auch um sichtbar machen, weil viele dann eben sagen, ja, das ist ja heutzutage überhaupt kein Problem mehr und auch viel um informieren, aber das sind halt trotzdem so Sachen, die man mitkriegt oder auch alltäglich auf der Straße, wenn man in der Stadt unterwegs ist oder so mit seiner Freundin zusammen oder auch Männer kriegen das viel mit. Ja, das ist, ich glaube, ich da nochmal schwierig, dann wirklich offen drüber zu schreiben, weil es halt auch ein Thema ist, wo man sich dann selbst ziemlich verletzlich machen kann. Ja, ja, glaube ich. Hat sich denn jetzt irgendwas, wann hattest du dein Coming Out? Vor 3 Jahren. Heißt, das ist auch nicht so lang her. Mit 19, das ist das relativ jung? Ich glaube, also ich habe mich Anfang der Uni geoutet. Ich glaube, das ist so die Hauptouting-Zeit. Es gibt natürlich einige, die das schon in der Schule checken und dazu auch stehen können. Ich konnte es nicht. Und es gibt auch viele, ich bekomme immer wieder Mails von Leuten, die auch schon tatsächlich geheiratet haben oder Kinder haben oder die 40 sind. Cool. Ja, und die das dann daraus finden. Aha. Würdest du denn sagen, dass sich irgendwas so verändert hat in der Wahrnehmung draußen, so
sag ich mal, im Real Life, wenn du jetzt rausgehst mit deiner Freundin, wie es so, keine Ahnung, vor 3 Jahren war oder jetzt, oder hat sich da nicht viel getan? Ist immer noch so die gleiche Situation, dass einige gut damit umgehen können und manche überhaupt nicht darauf klarkommen? Also ich glaube, gesamtgesellschaftlich gesehen ist es eigentlich super. Wir hatten, glaube ich, nie eine bessere Zeit als jetzt, auch in Deutschland, also von Deutschland gesprochen. Ja. Aber also Idioten findet man halt überall. Das ist jetzt auch nichts Neues. Und ich glaube, die wird es auch immer geben. Ja, also, immer wenn du nicht Mainstream bist, ne? Immer wenn, ja, wenn du nicht so funktioniert, wie das vielleicht irgendjemand von außen mal für dich vorgesehen hat. Ja, voll. Und ja, das ist ja in der digitalen Nomadenszene nicht anders. Da gibt's ja auch immer wieder Leute, die das einfach nicht checken, dass es noch mehr gibt als das, was man so sein ganzes Leben lang in den Kopf getrichtert bekommt. Absolut. Oder auch, weil viele irgendwie, ja, gerade jetzt beim ortsunabhängigen Arbeiten, dann auch mal den Spiegel vorgehalten bekommen und sehen so, es gibt ja doch noch andere Wege. Und die wurden aber so von Anfang an erzogen, dass es nur diesen einen Weg gibt und machen guten Abschluss, machen Abi, machen eine Ausbildung, gute Noten in der Uni und dann einen Job, irgendwie Beraterklitsche, Haus bauen, Kinder, alt werden und so weiter. Und viele wissen es vielleicht, glaube ich, schon ganz innen drin, dass da vielleicht noch mehr sein könnte, unterdrücken es dann immer wieder. Und wenn es dann so Leute gibt, die es dann vorleben, ich glaube, dann entwickelt sich auch schon so ein bisschen, ja fast sowas wie Neid oder eher, ich glaube, dass man es einfach nicht zu sich selber eingestehen will, dass es doch irgendwie anders geht. Ja, voll. Ja, das habe ich auch manchmal das Gefühl, dass Leute das einfach nicht abkönnen, wenn jemand irgendwie total überzeugt von was ist und total glücklich, wenn man selber unglücklich ist, ist das schwierig zu sehen. Ja, und das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass die einfach dann, dass man auf einer anderen Frequenz funkt oder schwingt als derjenige, der wirklich nicht zufrieden ist mit dem, was er hat. Ja, wahrscheinlich. Cool. Was sind so, was würdest du sagen, war so der größte Hebel, der dir geholfen hat, Sichtbarkeit aufzubauen für deine Website? Du hast jetzt eben schon Google erwähnt, Facebook meine ich, die Facebook-Gruppen. Und dann kam wahrscheinlich so der erste Schub. Was machst du da mit dem Traffic, der bei dir drauf ist? Ja, also ich versuche es einfach klassisch, so wie meine SEO-Grundlagen praktisch anzuwenden, also mit den Keywords für die einzelnen Artikel. Und das funktioniert ziemlich gut. Das hat eine Zeit lang gebraucht. Aber ja, also die meisten Leute kommen eben da drüber. Und im Moment bin ich jetzt, also ich habe jetzt noch nicht dieses Projekt, wo ich, oder keine Ahnung, wo ich die Leute dann hinleite, sondern das ist immer erstmal jetzt noch der Content und ja eben der Shop. Der Shop, ja, ne? Der Shop könnte genau, ja, dann so der Lead-Funnel sein oder der Sales-Funnel. Genau, ja, das ist der Plan. Das auch noch besser aufzubauen, das ist jetzt auf meiner Seite noch nicht optimal, aber einfach, weil ich manchmal, wenn ich mich davor setze, versuche, die Seite technisch zu optimieren, die Krise kriege, weil es nicht so funktioniert, wie ich möchte. Ja. Das ist ein großes Ding, das ich jetzt auf jeden Fall angehen werde. Und genau, also auf der anderen Seite möchte ich jetzt auch noch ein E-Book schreiben, eben zum Thema Coming Out, weil ich da gemerkt habe, dass da auch Bedarf ist, noch viel tiefer zu gehen, als ich das auf dem Blog überhaupt machen kann. Und habe jetzt gestern eine Umfrage rausgeschickt, ob Leute lieber ein Coming-out-Buch für sich selber hätten oder ein Coming-out-Buch für die Eltern, weil das auch ein großes Thema ist, so akzeptieren manchmal meine Eltern, jetzt viele, die irgendwie denken, oh, ich habe was falsch gemacht in meiner Erziehung oder viele Stereotype, die im Kopf sind, wo es vielleicht mal ganz hilfreich wäre, darüber aufzuklären und zu sagen, das ist alles cool, das Wichtigste ist, dass du dein Kind so akzeptierst, wie es ist. Eigentlich sollte das selbstverständlich sein. Ja, aber die haben wahrscheinlich dann noch ganz andere Beliefs, ne? Das ist nochmal eine Generation vor uns oder zwei quasi vor mir oder eine, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die auf jeden Fall schon älter und noch länger am Start und haben dann vielleicht noch konservativere Ansichten und meinen es wahrscheinlich gar nicht so böse, aber das ist dann so tief in ihnen drin, dass irgendwas nicht sein darf, was nicht sein darf. So. Ja, genau. Ja, oder auch die Angst eben, dass es von der Gesellschaft nicht akzeptiert wird und man will ja nur das Beste fürs Kind. Ja. Wahrscheinlich so ein Beschützerinstinkt und man denkt so, nee. Ja. Ja, und du hast gerade eine ziemlich smarte Sache erwähnt, sondern nämlich, dass du eine Umfrage gemacht hast. Ich glaube, das ist auch immer so ein ganz wichtiger Schlüssel zum Erfolg, dass man immer auch mit seinen Leuten, mit seinen Fans, mit seiner Zielgruppe, mit seinen Kunden im Gespräch ist und Sachen für die Leute baut und nicht irgendwie, was man denkt, was gut wäre für die anderen und am Ende des Tages dann keiner kauft.
Ja, genau. Ja, das mit der Umfrage für das E-Book habe ich tatsächlich aus deiner Folge, aus einer, wie du mit der Feli gemacht hast, rausgenommen, Cool. wo ihr auch darüber gesprochen habt, dass die Feli eben auch ein Buch geschrieben hat Ja. und davor auch eine Umfrage eben gemacht hat über ihre Newsletter, glaube ich. Ja, und auf Facebook glaube ich auch. Ja, genau, und da habe ich das dann mitgenommen für mich. Ja, sehr gut. Und lustigerweise ist nämlich genau ein anderes Thema rausgekommen als das, was worüber sie eigentlich schreiben wollte. Ja, was war denn eigentlich das Thema? Das hat mich da schon Ja, interessiert. also, weiß ich gar nicht mehr. Muss ich sie nochmal fragen. Die fange ich auf Okay. jeden Fall nach. Die ist gerade nebenan. Ich bin hier in meinem provisorischen Studio im Schlafzimmer. Aber ich werde sie gleich fragen und dann in einer der nächsten Folgen announce und dir schicke ich das gleich mal per E-Mail, weil ja, ich glaube, das ist auch ganz spannend, was eigentlich das Thema war und was dann die Leute hören wollten. Aber ganz interessant ist auch, dass auch bei mir auf dem Podcast die Themen, immer wenn es um Geld geht oder Geld verdienen oder wie macht Markus sein Geld oder wie viel verdienen wir oder genau, wie kannst du länger reisen, wie kannst du mehr sparen, die gehen immer total durch die Decke. Also Geld ist irgendwie immer noch ein krass, krass großes Thema in unserer Gesellschaft. Aber was ja auch Ja. verständlich ist, weil ohne Geld kann man sich die Sachen nicht leisten, die man gerne machen möchte, ne? Ja, total. Und das ist auch ein Thema, über das nicht so viel gesprochen wird. Also über Geld zu sprechen oder zu fragen, wie viel verdienst du eigentlich, das ist echt schwierig. Das ist heißes Eisen. Absolut, absolut. Und selbst, ich weiß noch von früher, als ich in den Companies gearbeitet, selbst mit Leuten, mit denen man sich gut verstanden hat oder die fast Freunde waren oder so, hatte man sich irgendwie gar nicht getraut, so, ja, wie viel verdienst du eigentlich, ne? Ja, genau. Weil der Neid könnte halt dann auch ausbrechen. Je nachdem, egal welche Antwort es ist, halt dann könnte die falsche Antwort sein, Ja, sozusagen. absolut. Es ist schade, dass Geld dann so voll als Indikator genommen wird für wie viel ist man wert und da spielt ja auch diese ganze Definition mit Autos und Klamotten und so da rein, dass viele Menschen sich dann nur über das Materielle und nur über das Geld definieren. Ja, total. Ich meine, wenn man halt auch sein ganzes Leben lang im Prinzip nur arbeitet und nur diese 6 Wochen Urlaub hat, dann ist klar, ist das was, worüber man sich total definiert. Ja. Ja, ich finde es bei den Amis zum Beispiel, finde ich es viel beeindruckender und auch relaxter, dass in die Job-Listings und in die Job-Ausschreibungen auch direkt immer schon das Salary reingeschrieben wird. Und so weiß auch jeder, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, was der verdient. Und der weiß natürlich dann auch von den ganzen anderen. Also das ist quasi ein offenes Geheimnis ist. Ja, das nimmt den Druck so ein bisschen raus, denke ich mal. Und halt auch dieses, dass wenn man zum Beispiel irgendwo angestellt wird, also als Frau das Problem hat, nicht zu wissen, okay, verdiene ich jetzt so viel weniger, als wenn ich jetzt ein Mann wäre. Das wird ja dann auch mit rausgenommen, wenn ich das einfach von Anfang an, egal wer die Position bekommt, das ist das Gehalt fertig. Ja. Ich glaube, Transparenz ist da echt so ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um, wie du schon sagtest, da Druck rauszunehmen. Und dann machst du ein Thema, was vorher total wichtig für viele war, auf einmal mega uninteressant, weil es eh jeder weiß. Ja, voll. Was sind bei dir so, du sagst, du studierst gerade, was studierst du gerade? Gender Studies passend zum Thema Auf jeden und Fall. Ethnologie. Wie muss man sich das vorstellen? Sind da dann auch nur Leute, die irgendwie queer, wie heißt das Wort? Queer Queer. leben? Viele, schätze ich mal, ist aber, glaube ich, auch nicht so wichtig. In den Gender Studies wird das auch viel. Also nicht wirklich das Thema lesbisch sein, aber das Thema Geschlecht natürlich in allen möglichen Variationen viel angesprochen. Aber ich würde sagen, wir sind total durchmischt. Also das kann wirklich jeder machen, der sich einfach dafür interessiert. Es gibt auch total viele verschiedene Bereiche, in die man dann eben reingehen kann. Was wäre so ein Bereich, der dich interessiert, für den du brennst in dem Feld Gender Das ist Equality? eine gute Frage. Ich interessiere mich für fast alles. Das ist Bist du so. denn dann so ein Weltverbesserer und die so sagt, so alles ist im Moment, wie es ist total schlecht und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen muss? Oder würdest du sagen, so einige Sachen sind schon ganz gut und bei anderen ist man sogar übers Ziel hinausgeschossen? Weil ich finde immer so, wenn man irgendwas zu stark zum Thema macht, dann hilft man denjenigen gar nicht mehr damit. Wie zum Beispiel, wenn man sagt, so, wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne von der DNX, wir brauchen eine Frauenquote. Und auf einmal stehen dann Frauen, mehr Frauen auf der Bühne, weil wir eine Frauenquote haben, aber vielleicht auch, weil die gut sind, aber keiner weiß am Ende des Tages, war es jetzt durch diese Quote und irgendwie tut man den Frauen damit, glaube ich, auch keinen Gefallen. Ja, voll. Also die Diskussion über die Frauenquote war ja ziemlich groß in Facebook. Ich habe davon auch nur so nebenbei gehört, dass da sogar ein Chat zu gab oder so. Und ich so, wow, krass. Ja, von dem habe ich auch nichts mitbekommen. Ja, im Endeffekt, klar geht es darum halt, wer ist der Beste oder die Beste natürlich. Genau. Und gerade, also
Ja, also ich finde halt aber auch total schön, was du dann gemacht hast in dem Podcast, dann zu sagen, hey, und es bewerben sich weniger Frauen, die auch richtig gut sind, die wir nehmen können. Deswegen extra Aufruf, bewerbt euch, wenn ihr euch Ja. traut, wenn ihr ein gutes Thema habt. Das ist super wichtig, weil ich glaube, oder beziehungsweise in der Gesellschaft werden Frauen einfach anders erzogen als Männer. Das ist so, von klein auf. Ja. Und bekommen vielleicht das Selbstbewusstsein und das Selbstvertrauen oder das nach außen gehen nicht so sehr mit, als wenn sie jetzt als Junge geboren werden. Und dann ist es halt super wichtig oder total schön, wenn man das dann eben so, ja, versucht, das ein bisschen aufzufangen. Und das hast du auch total toll gemacht, da hat mich voll gefreut. Danke, danke. Ja, aber ich bin halt so ein Typ, der, ich mache mir da überhaupt keine Platte. So, wie gesagt, ich habe damit kein Problem, aber will auch niemanden bevorzugen. So, und wenn da gute Frauen sind, wie so eine Conny oder so, ist natürlich mega, aber die kann, doch, die war jetzt schon mega oft bei uns am Start und die ist zum Glück ja nächstes Jahr auch wieder am Start, wo wir uns mega drüber gefreut haben. Aber wenn sie sagt, ich brauche mal kurz eine Auszeit und kann jetzt nicht alle 3 Wochen auf der Bühne stehen, dann muss man das auch akzeptieren. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist halt Conny und dann kommt irgendwie ganz, ganz lange nicht mehr viel. Und dann muss man die Leute nehmen, die da sind. Aber vielleicht gibt es auch viele, ja, die, wie du schon sagtest, das sagt Feli auch immer, Frauen sind grundsätzlich wahrscheinlich anders erzogen und sind nicht so mutig und so outgoing wie Männer. Und deswegen kriegen wir da weniger Bewerbung. Haben wir jetzt noch das Tandem draufgenommen und das ist jetzt exklusiv, dass ich das hier im Podcast announce. Die ist auch noch gar nicht auf der DNX-Seite drauf, dass wir noch eine Frau auf der Stage haben, die Jennifer Lux von Digital Nomad Girls. Ach, cool. Ja, in der Gruppe bin ich auch. Ich Ja? liebe diese Gruppe. Ja, die ist mega toll. Ja, die ist richtig lieb, die ist super cool. Die haben wir ja, glaube ich, letzte Woche oder vor 2 Wochen im Beta-Haus getroffen und dann auch darüber gesprochen und sie wollte sich das nochmal überlegen und jetzt ist sie am Start und freut sich schon mega. Also ist genauso aufgeregt, aber freut sich am Start zu sein und ich freue mich, dass wir dann noch eine Frau mehr auf der Bühne haben. Wobei, ich glaube, so schlimm ist das, glaube ich, wirklich gar nicht bei uns. Wenn man mal so die Workshops anguckt, da ist dann eher equal oder ich glaube sogar mehr Frauen als Männer oder so. Ja. Aber cool. Genau. Und zu deiner Frage, die du ganz am Anfang gestellt hast, mit dem Weltverbesserer. Ich Ja. glaube, das war der Aufhänger zu dem Thema gerade. Ja, das stimmt. Das ist mir ein wichtiges Thema, so die Welt zu verbessern. Aber ich finde jetzt nicht, dass, oder ich mache das zumindest nicht, dass ich in allen Themen alles verbessern muss und dass alles scheiße ist. Ich finde, da gibt es super viele tolle Sachen in der Welt und diese Sachen eben noch weiter nach vorne zu bringen, das ist mir super wichtig. Und ich glaube, das kann halt auch jeder machen. Und im Endeffekt, die Welt ist ja auch nur so, oder unsere Gesellschaft zumindest, weil sie Menschen irgendwann mal gemacht haben. Das ist jetzt gleich im Thema Arbeit. Das haben sich auch einfach irgendwelche Leute mal ausgedacht. Und wer sagt denn, dass wir das jetzt nicht einfach neu machen können? Ja, Und richtig geil. ja. Absolut, absolut. Und da gibt es ja auch ein cooles Zitat von Steve Jobs, der gesagt hat, die Welt um einen rum ist von Menschen erschaffen worden, die nicht klüger sind als du. Ja, voll. Das ist gut. Und das ist mega gut. Also das ist dieser Ansatz, alles zu hinterfragen und zu disrupten. Und warum muss das so sein? Zum Beispiel unser Schulsystem wurde, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts irgendwann entworfen, also über 100 Jahre alt. So, und wenn du mal überlegst, was da alles passiert ist in der Zeit oder allein in den letzten 20 Jahren, habe ich, glaube ich, letztens gelesen, hat sich die Welt mehr verändert als die 2000 Jahre davor. Ja, krass. Und wenn du da mal überlegst, dass wir dann nach so einem Schulsystem noch irgendwie zur Schule gehen und erzogen werden und was da so auf dem Lehrplan steht, kannst du eigentlich keinem anbieten, aber weil das keiner hinterfragt, hängen wir da mit drin. Ja, total. Ja, ich glaube, da kann einfach wirklich jeder seinen Teil dazu beitragen. Und das fand ich auch so toll. Also ich war auf der DNX im Mai jetzt in Berlin. Und ich fand eben mega, dass ihr halt auch als wichtigen Punkt dieses Give Something Back genannt habt am Anfang. Einfach der Welt was zurückgeben dafür, dass wir auch sein können und ja, einfach eigentlich auch alle, also oder zumindest ein tolles Leben haben können. Zumindest wenn wir jetzt in Deutschland geboren sind, sag ich mal. Absolut. Wenn du das mal, ich habe es letztens, glaube ich, in irgendeiner Folge mal hochgerechnet, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man in Deutschland geboren wird. Ich glaube, die ist unter 1%. Und Ja. dafür sollte man jeden Tag dankbar sein und dann auch nutzen diese Chancen, die man hat, dass man eine Reisefreiheit hat oder dass man eine gute Ausbildung hat und dass man eine Reichweite aufbauen kann und die Welt wirklich zum besseren Ort machen kann. Ja, total. Und was auch jetzt Leute angefangen haben, das anderen beizubringen. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, also irgendwer hat doch erzählt, dass die auch in Marokko das Schülern und Schülerinnen beigebracht haben und denen mal gezeigt haben, was so ein Computer Ja, überhaupt machen kann. zum Beispiel Basti Barani ist auch in die Schule Ja, gegangen. genau.
Ja, das fand ich auch total toll, dass man einfach sagt, okay, das behalten wir jetzt nicht nur für uns, sondern das bringen wir auch in der Welt und zeigen es anderen Leuten. Das ist für mich auch super wichtig. Ja, ich finde es auch richtig, richtig geil. Der James auf Koh Lanta in Thailand macht das auch. Der ist ja der Betreiber von Coworking Space Co-Hub und der geht auch mit ein paar Coworkern regelmäßig dann in die Schulen und zeigt denen, was überhaupt möglich ist. Und voll viele haben sich aufgrund dessen jetzt einen YouTube-Kanal quasi eröffnet und aufgebaut. Und die kleinen Thais fangen jetzt an zu vloggen und so. Das cool. Ja, genauso muss das ja sein. Ich meine, Wissen kann sich ja nur vermehren, wenn es geteilt wird. Ja, total. Genau. Und wer weiß, was Leute dann alles Tolles machen können, wenn sie dieses Wissen eben bekommen von irgendjemand. Und von daher ist es auch eine Riesenverantwortung, die man da hat, glaube ich. Also zum einen, dass wir so gebläst sind, dass wir so uns so glücklich schätzen können, erstmal diese Freiheit zu haben und so weich zu fallen ins soziale Netz und eine gute Ausbildung zu haben, monetär ja auch in der Regel sehr gut aufgestellt sind. Und das dann weiterzugeben und die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dass da noch viel mehr kommt. Also ich glaube, diesen Switch oder diesen Turn, den so die digitale Nomadenszene durchlaufen hat, der gefällt uns auch richtig gut. Den haben wir auch so ein bisschen forciert. So einige haben wir jetzt auch verloren, glaube ich, die immer noch sagen, oh, Money Nummer eins und Hauptsache viel Kohle und Business. Ist ja auch okay, muss jeder für sich selbst wissen. Aber dass dann so ein bisschen der Switch war von, ich brauche meine Freiheit, ich will mich selbst verwirklichen, ich will reisen zu, okay, cool, ich kann jetzt reisen, ich kann machen, was ich will, kann arbeiten, woran ich will. Und was mache ich jetzt daraus? So, dass das nicht so das Endstadium sein kann. Ja, total. Das finde ich auch so toll an der Szene eben halt, wie du auch sagst, ihr habt die ja praktisch mit initiiert oder leitet die ja auch so ein bisschen. Und ich weiß nicht, immer wenn ich mit DNX-Menschen unterwegs bin oder in der Community bin, egal ob das jetzt auf Facebook ist oder auch auf dem Meetup am Dienstag, das ist einfach so eine ganz besondere Atmosphäre. Das sind einfach ganz viele Menschen, die super begeistert von irgendwas sind und die sich auch total gerne gegenseitig helfen und da eben nicht sagen, oh, Hauptsache ich mache viel Geld damit, sondern ist einfach dieses noch mehr dahinter sehen, als nur Geld und Anerkennung zu bekommen. Ja, ich fühle mich da auch immer total wohl und total, total gut aufgenommen, so in unserer kleinen DNX-Family, wie du schon sagst, sie ticken irgendwie alle ähnlich, die Leute, und sind alle, ja, kann man schlecht beschreiben. Ja, total. Oder? Gibt's eigentlich gar keine Worte dafür. Ich glaube, das muss man mal selbst gefühlt haben, auch bei einem Live-Event oder so, damit man weiß. Ja, da ist ja noch krasser, wenn wir dann ein richtiges Programm haben und bei dem Man-Event und alle irgendwie nur mit so einem Grinsen den ganzen Tag durch den Raum laufen und wie so auf Droge, wo du denkst, ey, cool, was passiert hier eigentlich? Und im Grunde ist es einfach nur, dass du Gleichgesinnte zusammenbringst, die ähnlich ticken und die dann noch anders ticken als vielleicht so 99% der Gesellschaft. Und ja, deshalb sind die vielleicht auch, ja, so dankbar, so endlich mal Gleichgesinnte um sich rum zu haben. Ja, voll. Geht mir ja genauso. Also. Ja, perfekt. Was sind so deine nächsten Steps und Pläne in terms of Studium, deine eigene Website, dein Digital Nomad Life? Also ich habe mein Studium jetzt für das nächste Semester, das würde jetzt im Oktober anfangen. Erstmal für ein Semester mache ich jetzt mal Pause, weil ich mich wirklich voll auf meine Projekte konzentrieren will. Also ich mache vielleicht einen Kurs, den ich interessant finde. Aber ansonsten möchte ich eben mein E-Book schreiben. Ich werde jetzt auch sobald die Umfragen fertig sind, mein Thema festlegen. Meine Shopseite auf Englisch noch übersetzen. Die ist im Moment noch auf Deutsch, aber durch Spreadshirt ist es auch super leicht, das zu internationalisieren. Und dann, ich hätte einfach gerne noch einen Channel, wo ich noch mehr Leute erreiche, halt auch international. Weil das ist schon... Also gerade auch, wenn man ortsunabhängig arbeitet, merkt ihr ja auch, dass man lernt immer wieder Leute kennen, die einfach nur Englisch können. Und das finde ich schön, dann noch was zu haben, wo ich auch englischsprachige Leute erreichen kann. Auf jeden Fall. Das ist dann so die logische Weiterentwicklung. Ja, genau. Und dann mal schauen. Ich plane das gar nicht so, weil meistens kommt es einfach von selber. Also das, was ich brauche, kommt eigentlich immer irgendwie. Das ist dann da und dann nehme ich es. Und ja. Das ist eine gute Einstellung. Das ist ja so ein bisschen Law of Attraction und sich vom Universe leiten lassen, ne? Ja, total. Ja, das ist auch dieses Typische, was man sonst Bauchgefühl früher genannt hat. Einfach dem folgen. Und ja, da hilft mir auch deine Show zum Beispiel total dabei,
einfach dem folgen und dann auch tatsächlich machen. Weil ich glaube, du bist super gut darin, einfach Dinge zu sehen, die dann zu dir kommen und du machst es dann einfach. Und das ist noch meine Challenge, dann wirklich, dann einfach Ja zu sagen und so, okay, ich nehme das jetzt, ich mache das. Da arbeite ich im Moment noch dran. Ja, kann ich mir vorstellen. Mir ist auch, das fand ich immer so, dass mir das so leicht von der Hand gegangen ist. Aber irgendwann, weiß nicht, kommt man in so einem Flow oder je öfter das dann auch wirklich funktioniert, umso selbstsicherer wird man dann. Ja, voll. Hast du da einen Tipp dafür? Irgendwas? Also du meinst jetzt schon den Punkt, dass du schon eine Möglichkeit quasi auf dem Teller liegen hast, eine Opportunity und eine Entscheidung treffen musst und dass du dann auch mal die mutigere Entscheidung nimmst? Ja, genau. Ja, also was mir sehr gut immer hilft, ist, sich so das Worst-Case-Szenario auszumalen. Das machen übrigens viele andere erfolgreiche Unternehmer auch, wie Richard Branson oder so, wo nach außen immer, klar, das ist auch wichtig, dieses Happiness and do what you love und geh nach deiner Passion. Aber auf der anderen Seite sind die auch alle sehr durchdacht gewesen und haben überlegt, okay, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, vielleicht eine Airline sogar zu gründen und mein erstes Flugzeug dann kaufe, war er der Erste, der zum Beispiel rein verhandelt hat, dass er das eine Flugzeug, was er geleast hat, dass er es wieder zurückgeben kann nach einem Jahr, wenn er wirklich überhaupt keine Tickets verkauft oder so. Und davor waren es halt nur immer riesig große Firmen, venture-finanzierte Firmen, die es gemacht haben. Und er hat sich dann ganz konkret das Worst-Case-Szenario ausgemalt, hat gesagt, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und wenn du dir das dann mal ganz konkret vor Augen führst, dann ist diese Entscheidung dann doch irgendwie für das vermeintlich risikobehaftetere Weg, für den risikobehafteten Weg zu gehen, gar nicht mehr so weit weg wie vielleicht ganz am Anfang, wenn man sich noch gar nicht so viel Gedanken dazu gemacht hat, sondern erstmal nur immer auf diesem Risiko rumrifft und überlegt. Aber wenn du dir dann wirklich mal überlegst, okay, was passiert im schlimmsten Fall, du sagst jetzt ja und hast vielleicht die Chance, keine Ahnung, Coworking Space mit jemandem aufzumachen, aber Risiko ist 50-50% und im allerschlimmsten Fall endest du dann meistens wieder da, wo du angefangen hast. Das hat Conny, glaube ich, auch mal ganz gut in dem Film gesagt, in dem Kinofilm. Sie hat gesagt, im Worst Case lässt sie sich wieder anstellen, arbeitet 2-3 Jahre, bis sie wieder genug Geld hat und nimmt einen neuen Anlauf. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst macht, dann fällt es einem auch leichter. Gerade in Deutschland fällst du nicht sehr tief. Ja, mega gut. Das ist echt, ja, das ist ein cooler Ansatz. Das erinnert mich ein bisschen an dieses, was ich früher mal versucht habe, sich vorzustellen, was ist, wenn man stirbt. Ja. Also bei deiner Beerdigung und sich dann eben dafür im Leben zu entscheiden, eben ja den mutigeren Lebensweg sozusagen zu gehen und eben zu sagen, okay, ich gehe jetzt nicht auf eine sichere Anstellung, sondern ich mache irgendeinen Job, den ich wirklich liebe. Das war noch bevor ich wusste, dass man so ortsunabhängig arbeiten kann. Cool. Ja, das ist auf jeden Fall eine krass starke Visualisierungstechnik. Dass du die Leute abholst und sagst, stell dir vor, du bist auf einer Beerdigung, deine ganzen Freunde sind da, die allerbesten Freunde sind da, aber es ist deine eigene Beerdigung. So. Und dann von da aus, so erstmal vor der Schock, die Leute, oh krass, wie meine Beerdigung. So, und dann sagst du, so, dein Leben von dieser Beerdigung jetzt nochmal zurück bis zu dem Zeitpunkt, wo du gerade bist. Wie möchtest du es eigentlich leben? Oder was? Es gibt auch so eine gute Visualisierung, welche Bilder sollen an der Wand hängen, wenn du durch so einen langen Gang gehst, durch dein Leben. Was soll da alles sein? Sollen dann da irgendwelche materiellen Werte oder so Autos hängen oder halt echt glückliche Momente mit deiner Partnerin und was du alles erreicht hast oder vielleicht sogar andere Leben beeinflussen konntest? Ja, das ist auch cool. Das ist auch ein starkes Bild. Ja, absolut. Leider ist, glaube ich, vielen Leuten so die Zeit abgekommen, überhaupt mal in sich zu gehen und zu überlegen, was will ich vom Leben oder wer bin ich, wo will ich hin, ist das alles okay, was ich gerade tue? Dadurch, dass so viel Lärm draußen ist und so viel Noise und so viel Ablenkung und jeder will ja deine Aufmerksamkeit, das ist ja so das höchste Gut, gerade online im Moment, haben die Leute, glaube ich, verlernt, einfach mal innezuhalten. Ja, total. Es ist ja auch alles vorgeregelt. Es ist ja schon da. Man muss sich ja, wenn man nicht möchte, keine Gedanken machen. Ich meine, du machst deinen Schulabschluss, dann machst du eine Ausbildung und deine Uni und dann arbeitest du irgendwo. Mhm. Und dann auch erstmal zu so innezuhalten, zu sagen, okay, stopp, was will ich eigentlich? Mhm. Das ist auch erst ein Schritt, der, glaube ich, vielen nicht so leicht fällt. Nee, auf keinen Fall. Gerade weil es ja so perfektioniert ist, wie du schon sagtest, und so vorgeplant ist, das ganze System, dass es sehr convenient ist, in der Komfortzone, sag ich mal, zu bleiben. Und
ich war ja auch jahrelang sehr konventionell unterwegs und wusste, ich glaube, viele Leute wissen zum Beispiel auch gar nicht mehr, was da an Gehalt an deinem Konto ankommt, wie viel davon abgeht und was überhaupt, wie wer überhaupt eine Einzugsermächtigung hat, welche Versicherung man noch laufen hat. Ist einfach alles, kommt das irgendwie so. Wenn du dich da nicht groß gegen wehrst, bist du dann ganz normal in diesem konventionellen Flow da drin und irgendwann ist es zu spät auszusteigen. Ja, ja, voll. Ich glaube, das ist auch, also das sehe ich auch so eine Parallele für mich persönlich zum Thema lesbisch sein, weil ich da erst wirklich angefangen habe zu überlegen, was gibt mir die Gesellschaft eigentlich vor? Als ich mich geoutet habe, war so, okay, das ist was ganz anderes, das solltest du eigentlich nicht machen, weil das ist nicht der Weg, der dir schon immer gesagt worden ist. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist mir auch super einfach dann gefallen, dass so, ich glaube, ein halbes Jahr später habe ich dann auf Connys Blog eben von ortsunabhängig arbeiten gelesen. Es ist mir dann total leicht gefallen zu sagen, okay, dann mache ich das halt oder dann gehe ich dem nach. Einfach, weil ich da schon darüber angefangen habe, nachzudenken, was sind so die Konventionen und wie viel Sinn macht das eigentlich für mich persönlich. Voll cool. Ich glaub, das kann man auch trainieren. Das ist wie so ein Muskel oder einmal so die Ketten gesprengt und zu sagen, so, nee, ich mache nicht mehr mit hier bei dem Spiel. Das habe ich letztens auch erst wieder gehört oder gelesen im Zuge meiner Recherchen zu dem Thema vegan werden, vegan sein. Wir sind jetzt auch beide 100% vegan geworden. Dass das dann gleichzeitig auch viele Türen öffnet, mal auch die anderen Bereiche seines Lebens zu hinterfragen und zu durchleuchten und zu gucken, stimmt da alles in meiner Beziehung? Stimmt da alles vielleicht mit dem Sport? Stimmt da alles mit meinem Beruf? Bin ich happy? Habe ich eine gute Relation zu meiner Family? Also wenn du einmal einen Bereich irgendwie tackelst, wie bei dir dann das Liebesleben oder keine Ahnung, wie man eine Partnerschaft führt, dann fällt es auch leichter, andere Bereiche zu hinterfragen, ne? Ja, total. Ja, das ist echt sehr wertvoll, wenn man das einmal, egal in welchem Bereich, diese Erfahrung gemacht hat. Mhm, cool. Und deine Partnerin, ist sie genauso unterwegs wie du? Will die auch ortsunabhängig arbeiten? Macht ihr das irgendwie zusammen oder hat die noch eigene Projekte? Die macht gerade ihre Ausbildung und ich weiß nicht genau, wie, also ja, nee, die hat gerade keine Projekte, die Ausbildung kostet ihre ganze Energie und Kraft. Mhm. Das ist für mich dann aber auch wieder so ein Zeichen. Also ich habe nie irgendwo angestellt gearbeitet, außer ich glaube 8 Monate mal einen Nebenjob oder so. Ja. Sonst habe ich immer auch irgendwie selber was gemacht, Nachhilfe gegeben oder sonst was. Aha. Hauptsache ich habe niemanden über mir, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ja, und das wird auch nicht besser, ne? Wenn du dann einmal da raus bist. Ich habe es jetzt irgendwo gemerkt. Naja, nee, angestellt war ich jetzt eh nicht mehr, aber einfach mal irgendwie so auf dem Kudamm zu sein, da musste ich jetzt zum Apple Store gestern, weil meine Batterie kaputt war vom MacBook und da sind die Leute ja schon sehr materialistisch gepolt und da irgendwie so eine Boutique neben der anderen und die fetten Wagen, die Autos hier rumgefahren sind. Ich habe mich so irgendwie so fremd gefühlt, so wo mir klar war, ey, nee, das ist für nie mehr, wirst du kompatibel sein in diese Welt hier. Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und dann, wenn man das aber einmal so für sich klar hat, dann kann man, glaube ich, auch total gut damit umgehen. Ja, ich glaube auch. Ich bin gerade noch dabei, auf dem Weg eben rauszufinden, wie ich das genau mache mit dem Geld verdienen. Das ist gerade mein großer Struggle noch. Ja. Ja, aber da bist du ja schon auf einem relativ guten Weg, sag ich mal, dadurch, dass du dir jetzt schon was Eigenes aufgebaut hast, einen eigenen Blog, einen eigenen Shop und dass du auch gut in der Szene vernetzt bist. Und irgendwann kommt dann, glaube ich, so ein Klick, so ein Aha-Moment oder du findest irgendwas, was dann so gut zusammenpasst, dass es dir so viel Spaß macht, dass sich das nicht nach Arbeit anfühlt und das Geld dann irgendwie auch noch dazukommt. Also meistens sind Sachen, die sind ganz ungeplant, aber die passieren auch nur so wie du jetzt, wenn man macht, wenn man rausgeht, wenn man versucht, wenn man einen Blog aufbaut, wenn man einen Shop aufbaut, wenn du hast ja gesagt, du willst jetzt noch international irgendwas aufbauen, dann ergibt sich daraus in der Regel irgendwas Cooles. Das, was man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat, wie du eben schon sagtest, so Pläne machen bringt eh nicht so viel. Ja, stimmt. Ist denn für dich vielleicht auch mal ein YouTube-Kanal oder Channel ein Thema? Habe ich auch schon überlegt, aber ich schaue nicht so gerne YouTube-Videos, weil ich dann das Gefühl habe, ich lese sehr gerne, das mache ich schon immer gerne und ich höre super gerne deinen Podcast, seit ich den entdeckt habe, weil den kann ich nebenbei machen. Also ich kann joggen gehen oder so, aber mich vor dem Computer zu setzen und einen Film, ein Video zu schauen, das mache ich nicht so gerne. Also ich schaue nicht so gern fern. Same. Erkenne mich da voll wieder. Ja, deswegen weiß ich nicht, ob YouTube für mich der richtige Kanal wäre. Also ich hatte auch überlegt, wenn ich noch ein neues Medium jetzt zu meinem Blog mache, dann wäre dann ein Podcast. Yeah. Aber ja, auf jeden Fall. Ja, im Moment habe ich so viele Projekte gleichzeitig, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ja.
Ja. Das kenne ich. Das war bei uns am Anfang auch so. Und das ist aber auch okay, ein Stück weit. Also das Allerschlimmste war, als wir irgendwann mal nicht wussten, was wir machen sollten. Wir wollten so gerne, aber wussten irgendwie nicht wie und wie es weitergehen soll. Und das ist irgendwie doof. Also besser ist, lieber zu viel Möglichkeiten zu haben und dann alles mal irgendwie auszuprobieren oder erstmal das so weit zu machen, bis man merkt, das ist doch nicht, als ja, wenn gar nichts irgendwie im Leben passiert. Man denkt so, oh shit, lebe ich überhaupt noch? Ja, total. Also diese Phase hatte ich ganz am Anfang, wo ich wusste, okay, ich will einen Blog machen, aber ich wusste nicht so wirklich, welches Thema, wie ziehe ich das auf, wie fange ich das an. Das war die schlimmste Phase bisher, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt. Das war die Idee meiner Freundin. Wir haben uns noch 3 Tage Auszeit genommen, sind dann die Ostsee gefahren. Cool. Und haben überlegt und gebrainstormt das ganze Wochenende. Geil. Ja. Und seitdem geht's eigentlich, würde ich sagen, bergauf. Also klar gibt's immer wieder Sachen, wo ich struggle oder Dinge, die schief gehen oder plötzlich war meine Webseite weiß und das ist für mich der absolute Horror. Horror, ne? Hat man auch schon mal gedacht, oh fuck, was ist das denn? Vor allem ich habe einfach keine Ahnung, wie ich das dann wieder retten soll. Hm. Aber auch das habe ich geschafft und ja, also über diese Anfangsphase nicht zu wissen, was ich machen soll, das war ganz schrecklich. Ja, man will so gerne, ne? Und weiß nicht wie und fühlt sich so machtlos, ne? Ja, voll. Und da ist halt dann auch super, ein super Tipp, einfach dann auszuprobieren, einfach zu machen. Im Endeffekt kann ja auch nicht wirklich viel schief gehen. Also, wenn jetzt das Thema nicht so toll gewesen wäre, dann hätte ich ja auch nochmal umändern können, wenn ich das möchte. Gerade am Anfang, wo man noch nicht so die mega Reichweite hat und selbst auch später. Ich meine, die Leute, ist ja alles kostenlos. Die verzeihen dir das ja auch. Und ja. Letztendlich ist es auch nie so schlimm, wie man sich das selber in seiner kleinen Realität immer ausmalt. Ja, total. Ja. Ich habe da auch übrigens eine Challenge, finde ich, gemacht. Und zwar ist die aus, dadurch, dass du so viele Challenges machst, ist das so entstanden und das fände ich eben total toll. Und ich mache, also mein Challenge ist im Prinzip, dass ich einmal die Woche irgendwas machen muss, was ich eigentlich nicht machen würde, weil ich Angst davor habe oder so. Egal was es ist, egal ob das jetzt im persönlichen Bereich ist oder wenn ich in Facebook irgendeine Anzeige sehe oder so, sich drauf zu melden oder egal was, wenn ich irgendwie so im ersten Moment denke, oh, das fände ich eigentlich cool, aber eigentlich traue ich mich nicht, dann zwinge ich mich dazu, es zu machen. Und das funktioniert auch ganz gut. Geil. Was waren das zum Beispiel für Sachen in den letzten Wochen? Zum Beispiel mich für dieses Interview zu melden. Cool. Weil ich noch nie ein Interview gemacht habe und ja, ich dich halt auch nur von der DNX kenne und mir halt auch nicht sicher war, ob die Themen so interessant sind jetzt für dich. Auch mega spannend. Also das Interview ist richtig cool. Es läuft 1A. Also mir macht total Spaß, sich mal wenigstens mal ein bisschen Zeit zu haben, jetzt mit dir da mal tiefer reinzugehen. Also du machst es echt gut. Das freut mich. Dankeschön. Ja, das war zum Beispiel eins. Und ja, einfach solche Sachen. Ja, und oftmals, wenn man es dann gemacht hat, denkt man sich so, hat doch gar nicht so wehgetan. Wieso hast du das eigentlich vorher nie gemacht, ne? Ja, genau das. Und man wächst halt so ungemein, ne, wenn man so viele Themen dann bearbeitet, also Selbstständigkeit und dann persönliches Wachstum, Spiritualität, keine Ahnung, das ist ja meistens dann so ein Gesamtbild, was man da beackert. Gibt es irgendwie ein Takeaway oder so oder irgendwas, wie du dich selber immer da wieder dazu gebracht hast, so nochmal einen Schritt weiter zu gehen, die Extrameile oder aus deiner Komfortzone rauszugehen? Ja, genau. Da habe ich für mich selber eine Challenge angefangen und eben auch, weil du auch so viele Challenges oder zumindest die kein Alkohol Challenge und die Smile Challenge gemacht hast und mich hat das auch total inspiriert. Und dann habe ich für mich selber eben eine Challenge angefangen, dass ich einmal in der Woche mindestens irgendwas mache, wovor ich eigentlich Angst habe. Also wenn ich irgendeine Opportunity oder irgendwas sehe, egal ob es jetzt auf Facebook ist, in meinem persönlichen Leben ist, auf irgendeinem Meeting oder so. Und wenn ich mir im ersten Moment denke, boah, cool, aber eigentlich traue ich mich das nicht oder vielleicht schaffe ich es nicht oder keine Ahnung, Selbstzweifel bekomme, dann mache ich das einfach. Und ja, das klappt ganz gut. Und wenn, du hast bei der ersten Folge von der Kein Alkohol Challenge auf den Satz gesagt, der mich immer weiterbringt in solchen Situationen. Und zwar, dass wenn du es nicht schaffst, also wenn du dir eine Challenge machst und es nicht schaffst, dann liegt es einfach daran, dass du zu schwach bist, diese Challenge zu bestehen. Und das ist so eine volle Motivation für mich, weil das will ich nicht sein. Ja. Und dann denke ich mir, okay, du musst das jetzt machen. Ja, ist total gut, so immer so dieses stretch the boundaries, so weit zu gehen, wie es nur geht und
wenn du keinen Anlass hast, so weit zu gehen, dann gehen die meisten Leute auch nicht so weit, weil dann bleibt man irgendwie doch auf der Couch liegen oder guckt Fernsehen und isst Chips oder so. Aber wenn du dann ein Ziel hast oder zum Beispiel auch eine Challenge, dann, wie beim Meditieren zum Beispiel, eine Challenge gemacht, 30 Tage vegan habe ich gemacht, dann diese 3 Monate ohne Alkohol, das Smiling und so. Und die habe ich auch alle durchgestanden. Und das hilft, glaube ich, irgendwie total, auch wenn es ganz komisch ist, weil du bist ja der gleiche Mensch, aber dadurch, dass du ein Ziel hast, fällt es dir irgendwie leichter auf Autopilot, das Ziel durchzuziehen, als wenn du es nicht hast. Ja, total. Und du merkst halt dann auch, wenn du so eine Challenge geschafft hast, dass du es eben schaffst. Also, dass es jetzt kein großes Hexenwerk ist oder irgendwas. Das ist einfach, ja, du bist dann ein Stück weiter, ein Stück höher und ein Stück besser wahrscheinlich auch in diesem Gebiet. Absolut. Du bist wieder persönlich total gewachsen und bist wieder eine bessere Version von dir selbst geworden. Ja, voll. Ja. Hast du ein paar Beispiele für Challenges, die du jetzt in den letzten Wochen gemacht hast? Ja, also das Interview hier, das ist war für mich eine große Challenge, weil ich noch nie ein Interview gemacht habe und weil ich mir halt auch nicht so sicher war, ob die Themen so passen und dich das interessiert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du hast die Challenge schreiben, kann nicht viel mehr passieren, als dass der Markus halt Nein sagt. Aber ja. Ja, mega cool. Du machst das wie ein alter Hase. Du machst das hier total wie ein Profi. Ich fühle mich mega gut unterhalten. Ich merke auch so, dass wir echt so auf einem Level schwingen. Das macht total Bock mit dir und sind jetzt schon bei über 40 Minuten. Also alles richtig gemacht. War total cool, dass du mich angeschrieben hast. Ja, danke schön. Freut mich voll. Ja, und ich habe jetzt gesehen, auf deiner Facebook-Seite sind immerhin auch schon über 1000 Fans. Ich glaube, 1200 und jetzt mit mir 1201. Ich habe gerade die Seite auch. Cool. Also wer dich da sucht, der findet dich unter Rainbow Feelings, richtig? Genau, ja. Und du hast ja, glaube ich, gesagt, du bist noch gar nicht so lange am Start. Also noch nicht mal ein Jahr gibt es jetzt einen Blog, oder? Ja, seit November, genau. Seit November letzten Jahres. Gibt es so eine Sache, die du noch den Leuten mit auf den Weg geben möchtest? Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie schlimm dieses Gefühl ist, das du hattest und das auch wir hatten, wenn man will, wenn man weiß, was man will, aber noch nicht den Weg sieht und man so gerne starten würde, aber man nicht weiß, womit. Und das habe ich auch immer wieder, dass mich das Leute fragen auf Snapchat oder Hörer mir schreiben oder über Facebook schreiben, die sagen, es ist so geil und ich will es 100% und ich weiß, das ist was für mich, aber ich weiß nicht, wie ich starten soll, ich weiß nicht, wie ich Geld verdienen soll, ich weiß nicht, was meine Passion ist sogar. Viele wissen das gar nicht oder was so meine Expertise ist. Ja, also bei Leidenschaften, ich glaube, da muss man erstmal anfangen, wirklich in sich selbst zu hören, was einen wirklich interessiert, was einen wirklich, was einen begeistert, was die Leidenschaft ist. Das können auch mehrere sein und da braucht man vielleicht auch eine Zeit dafür. Ja. Also ich habe da auch mehrere Wochen, glaube ich, mich intensiv damit beschäftigt, was will ich eigentlich in diesem Leben, weil das ist eine Frage, die wird einem sehr selten gestellt. Und dann sich einfach für was entscheiden und auch wenn man sich nicht sicher ist, ob es das Richtige ist, einfach machen, ausprobieren und dann vor allem auch dranbleiben. Also wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, so okay, man erreicht ein paar Leute, man bekommt ein paar Leute, die sagen, hey, das ist mega cool, dann bleib einfach dran, weil der Erfolg, der kommt nicht sofort. Das merke ich jetzt auch bei allem, also bei Facebook-Likes, bei Leuten, die ich erreiche, bei Google, das dauert seine Zeit. Das schafft man nicht innerhalb von 2 oder 3 Wochen. Wenn man schafft, ist man ziemlich gut. Also ja, einfach dranbleiben, an sich selber glauben und glauben, dass man das schafft, weil es kann wirklich jeder schaffen. Ja, weißt du, was so schlimm ist, weil ich habe früher auch immer diese Ratschläge gehört und dachte so, boah, das weiß ich doch alles, aber irgendwie bringt mich das nicht weiter und jetzt haue ich auch die gleichen Dinger raus, weil es im Grunde geht es wirklich nur darum, dran zu bleiben und zu machen und zu tun, ne? Und das klingt jetzt von der Seite immer so einfach, wenn man dann schon so sein erstes Projekt hat, so wie du oder so wie wir, dann weiß man, im Grunde war es wirklich nur dieser eine Punkt, loszulegen und dann dran zu bleiben. Aber für die Leute, die noch nicht losgelegt haben, ist es immer so endlos weit weg. Und ist irgendwie hart. Ja, total. Deswegen, man muss es wirklich einfach machen, einfach ausprobieren und vielleicht auch mal hinfallen. Das ist auch völlig in Ordnung. Es ist wichtig, dass man wieder aufsteht und dass man einfach weitergeht. Und du oder weiter rennt. Ja, und du hast eben auch eine Sache gesagt, die ich sehr gut fand, wenn du dann 1, 2 oder 3 Leute erreichst oder so die ersten Likes kriegst, die ersten Fans, ich glaube, das ist zum einen erstmal ein richtig geiler Boost so für dein
für deine Motivation und den Drive, den man dann aufbaut als Unternehmer. Und zum anderen hast du damit schon der Gesellschaft was Gutes getan. Weil sobald du einen Menschen erreichst, der das cool findet, was du machst, hast du dem irgendwie einen besseren Tag besorgt. Und von daher war alles richtig, 100.000% richtig, was du gemacht hast. Ja, voll, voll. Das ist super wichtig, das stimmt. Und auch wenn man, als ich meine erste E-Mail bekommen habe von einem Mädchen, das sich eben bedankt hat, dass dass meine Seite und ihr eben weitergeholfen hat, sich bei ihren Eltern zu outen und dass sie jetzt so viel glücklicher und freier ist, das war das tollste Gefühl auf der ganzen Welt. Ich habe ihr eine riesen lange Dankesmail zurückgeschrieben. Hammer, ne? Ja, also das, ja, wenn man das geschafft hat, ich glaube, dann hört man auch nicht mehr auf. Also wenn man so eine E-Mail oder eine Reaktion, egal von wem jetzt bekommen hat, dann ist das geil. Total gut. Und ich hoffe, du speicherst sie auch irgendwo ab oder verwahrst dir die ganzen Sachen auf. Ja, total. Also die auf jeden Fall. Das ist so, ich glaube, das ist so eine E-Mail, die werde ich in 50 Jahren noch lesen. Ja. Und ich speichere mir auch, oder auf Evernote habe ich so ein eigenes Notebook, wo ich dann so echt die ganzen Feedback-Mails sammle. Und wenn es da mal so Tage gibt, wo du keinen Drive hast oder du denkst, warum machst du das überhaupt? Und oh, ich weiß nicht. Und gibt's immer wieder, ne? Gibt's bei dir, gibt's bei mir, gibt's bei jedem, gibt's, glaube ich, bei, ja, wie gesagt, bei jedem, egal wie weit man ist und wie vermeintlich in Anführungsstrichen groß man ist, kommen immer mal wieder so Tage, wo man dann zweifelt an dem, was man tut. Und wenn man sich dann nochmal dieses Feedback, glaube ich, in Ruhe durchliest und das auch ankommen lässt, dann gewinnt man ganz schnell wieder Motivation, weiterzumachen. Ja, das ist eine super Idee mit dem Evernote-Notebook. Das mache ich auch. Ja, mach das. Das ist cool. Dann ein eigenes Notebook und die Notes dann einfach den Text als Note und die Überschrift dann von dem Betreff von der E-Mail nehmen. Das ist cool. Ja, cool. Anni, das war total spannend mit dir. Super gut, dass du die Challenge hast. Jede Woche war das, ne? Irgendwas zu machen, was du eigentlich nicht machen würdest. Ja. Ja, danke schön. Das war echt ein super interessantes, mega schönes Gespräch. Finde ich auch. Wir verlinken deinen Blog auf jeden Fall in den Shownotes und wer noch irgendwelche Fragen an dich hat, würde ich sagen, der kann sich auch direkt an dich wenden, wenn das okay ist. Ja, voll, auf jeden Fall. Meine E-Mail-Adresse gibt es auf meinem Blog, direkt unter der Kontaktseite. Genau. Perfekt, weil ich glaube, wir haben viele Hörer, die auch ähnlich wie du noch am Anfang stehen oder gerade ihr erstes Ding gestartet haben oder so. Und da ist es immer gut, wenn man dann Gleichgesinnte um sich hat und auch irgendwie Motivation sich gegenseitig geben kann. Ja, total. Schreibt mir auf jeden Fall. Ich finde es immer cool, meine Leute kennenzulernen. Und ja, das würde mich voll freuen. Okay, mach mal so. Anni, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Okay. Und Dankeschön, Markus. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Sehr, sehr gerne. Und wir beide sehen uns dann irgendwann irgendwo auf jeden Fall wieder. Auf jeden Fall. Okay. Tschüss. Schöne Grüße an deine Freundin und bis bald. Tschüss. Bis dann. Ciao. Yo, ich verneige mich vor dir. Tausend Dank für deinen Support. Ohne dich wäre das hier wirklich alles gar nichts. Wenn dir diese Folge gefallen hat, wäre es mega cool, wenn du mir 2 Minuten deiner Zeit schenkst. Erstens, gib mir eine Bewertung auf iTunes. Das Ganze dauert unter einer Minute und unter allen Bewertungen verlose ich jeden Monat ein VIP-Ticket für eins der kommenden DNX-Events deiner Wahl. Entweder in Buenos Aires, Berlin im Mai 2017 oder Lissabon. Zweitens, komm in unsere kostenlose DNX-Community und connecte dich mit mehr als 2000 Live-Hackern und Freigeistern und digitalen Nomaden. Ich bin selber in der Community am Start. Jeden Tag helfe ich da, wo ich kann. Einfach auf dnxcommunity.de gehen und eine Anfrage stellen. Wir schalten dich dann frei. Drittens, trag dich in meinen kostenlosen Newsletter unter www.dnx-berlin.de/news ein. Dort bekommst du die besten Lifehacking-Apps als Übersicht und alle 2 Wochen gibt es Live-Updates from the road. Viertens, folge mir 24/7 um die Welt als ortsunabhängiger Unternehmer. Am meisten mache ich auf Snapchat. Dort findest du mich unter Markus Meurer, Markus mit C und alles zusammengeschrieben. Und auch auf Instagram bin ich am Start unter MarkusMeurer95 und auf Facebook unter facebook.com/MeurerMarkus. Last but not least, du wirst mir mega, mega helfen, wenn noch mehr Menschen von Lifehacks erfahren. Also erzähl es deinen Freunden, deinen Eltern und so kann diese Show mit dir zusammen immer weiter wachsen. Wir hören uns morgen mit einer neuen Folge. Bis dahin, stay always tuned, dein Markus. Peace and out.